Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um die Grundlagen der Finanzierung des Sozialstaats in Deutschland gehen. Dabei haben wir das Ganze natürlich auch als ausführliches Buch für euch verfasst. Falls ihr es nochmal ausführlich beschrieben haben wollt, guckt den ersten Link in der Videobeschreibung und jetzt geht's los. Und damit starten wir auch direkt mit den zwei verschiedenen Arten der Finanzierung. Und dafür gibt es, wie gesagt, zwei verschiedene Wege, wie das Ganze finanziert wird. In Deutschland, wie die Krankenkassen finanziert werden. Und dabei haben wir zunächst die Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, in Deutschland ist es so geregelt, dass Sozialversicherungsbeiträge letztendlich auch den Sozialstaat finanzieren. Denn im Wesentlichen sind die Ausgaben natürlich vor allen Dingen für Versicherungsanliegen, wie zum Beispiel die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung, die natürlich dann in Kraft treten, wenn ein Arbeitnehmer nicht mehr seiner Arbeit nachgehen kann. Das heißt, man versucht, während dieser Arbeitnehmer noch aktiv ist, bereits diese Sozialversicherungsbeiträge so zu setzen, dass in einem Fall von einer fehlenden Arbeitsfähigkeit, dass man dann diese Beiträge auszahlen kann. Und wie werden diese Sozialversicherungsbeiträge gezahlt? In Deutschland ist es tatsächlich so geregelt, dass die Bezahlung durch den Lohn im 50-50-Verhältnis stattfindet. Das heißt, ein Arbeitnehmer bekommt von diesem Teil des Geldes, von diesem Teil des Lohns gar nichts mit. Er muss letztendlich diese 50% nur von sich zahlen. Gleichzeitig muss aber auch der Arbeitgeber dafür sorgen, dass er 50% im selben Verhältnis zu seinem Arbeitnehmer auch nochmal zahlt. Das heißt, hier ist sozusagen eine Aufteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorzufinden, die beide Sozialversicherungsbeiträge in Deutschland für den Sozialstaat zahlen. Die zweite Option ist die Steuerfinanzierung. Das heißt, insbesondere zum sozialen Ausgleich, das heißt für Menschen, die besonders bedürftig sind, die eventuell gar nicht die Möglichkeit hatten einzuzahlen, eventuell weil sie ein Leben lang krank sind, eventuell weil sie noch nicht so viele Arbeitsjahre hatten bis zu ihrer Arbeitsunfähigkeit oder weil sie auch ganz einfach Kinder sind, die Geld benötigen, die vom Staat getragen werden müssen, die logischerweise auch noch nichts einzahlen konnten. Dafür wirkt dann die Steuerfinanzierung. Die Steuerfinanzierung ist letztendlich auch etwas, was von jedem Arbeitnehmer gezahlt wird, aber natürlich auch von Arbeitgebern, die natürlich auch Steuern zahlen müssen. Und all diese Steuern, die zusammengefasst werden, werden ja in einem jährlichen Bundeshaushalt zusammengefasst. Und da werden dann natürlich auch gewisse Rücklagen gemacht für den sozialen Ausgleich. Und diese Steuern werden dann dazu eingesetzt, Hilfsbedürftige in Deutschland besonders zu fördern, beziehungsweise denen die Möglichkeit geben, auch am sozialen Leben teilnehmen zu lassen. Und das eben die zwei Möglichkeiten bzw. zwei Arten der Finanzierung, die im Sozialstaat in Deutschland vorhanden sind. Das soll schon wieder gewesen sein von diesem Video von uns. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr jetzt dem Video ein Like da lasst, unseren Kanal abonniert und auch gerne kommentiert unter diesem Video, falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt. Und das soll sozusagen gewesen sein. Haut rein und ciao. Damit geht es jetzt auch direkt los mit den Grundprinzipien. Bei den Grundprinzipien, die den Sozialstaat bestimmen, geht es natürlich darum, dass die Handlungsmöglichkeiten für den Sozialstaat festgelegt werden. Das heißt, man versucht durch diese verschiedenen Grundprinzipien, die sozusagen existieren, einen groben Handlungsrahmen für den gesamten Staat zu schaffen. Das heißt, dass der Sozialstaat dadurch genauer definiert wird. Im Grundgesetz ist er ja zwar verankert, allerdings ist er da nicht so ausdefiniert, dass man daraus schon konkrete Handlungsmaßnahmen ableiten kann und dementsprechend sollen hier die Handlungsmöglichkeiten festgelegt werden. Außerdem bezieht sich das Ganze auf die Anwendungsbereiche. Das heißt, die Anwendungsbereiche, die hier festgelegt sind, unterscheiden sich natürlich. Das heißt im Konkreten natürlich auch, dass diese Grundprinzipien für verschiedene Anwendungsbereiche geschaffen wurden und dementsprechend sozusagen universal gültig sind. Außerdem orientiert sich das Ganze an den Grundsätzen des Sozialstaats. Das heißt, ich hatte gerade schon mal angesprochen, die wir auch schon in einem anderen Video angesprochen hatten, die Rechtsgrundlagen, die sozusagen existieren, die beziehen sich natürlich auch auf die Grundsätze des Sozialstaats bzw. legen die Grundsätze des Sozialstaats fest. Und dadurch lässt sich natürlich ableiten, was die Grundprinzipien dann sozusagen bedeuten müssen. Man hat sich natürlich jetzt auf drei verschiedene Prinzipien geeinigt und diese drei Prinzipien wollen wir euch hier einmal darstellen. Zunächst gibt es das Versicherungsprinzip. Das Versicherungsprinzip ist das Prinzip, was im Grunde am häufigsten zu tragen kommt, wenn etwas finanziert werden soll. Das heißt, man versucht, die
Absicherung der Beitragszahler zu sichern. Das heißt, jemand, der in eine Versicherung einzahlt, ist auch langfristig gesichert, weil er eben in eine Versicherung einzahlt, die ihm dann im Schadensfall bzw. auch im Rentenfall dann Geld auszahlt. Das heißt, hier ist einfach ein simples Auszahlen an die Beitragszahler, die dann eventuell sogar noch eine Provision dafür bekommen, dass sie eben frühzeitig Geld eingezahlt werden. Dadurch werden alle abgesichert und hier, das gilt wirklich ausschließlich für Leute, die einzahlen. Dann gibt es das Fürsorgeprinzip. Hier geht es um die Absicherung der Bedürftigen. Was heißt das konkret? Man versucht durch das Fürsorgeprinzip wirklich Menschen zu sichern, die nicht einzahlen konnten bzw. nicht einzahlen können. Das heißt, insbesondere weil sie arbeitsunfähig sind, weil sie krank sind, ist es nicht möglich, durch die Versicherungsprinzipien die Kosten abzudecken. Und da versucht man zum Beispiel durch die Arbeitslosenhilfe oder die Krankenhilfe hier sozusagen die Fürsorge für alle Bürger zu sichern. Und hier werden dann alle Bedürftigen sozusagen darüber hinaus abgedeckt. Und das letzte Prinzip ist das Versorgungsprinzip. Dabei geht es um die Absicherung derjenigen, die in einer Gesellschaft leben und diese Gesellschaft erhalten. Das heißt, hier geht es wirklich ganz konkret darum, dass die Gesellschaft erhalten wird. Das heißt, insbesondere Menschen, die ein Opfer für die Gesellschaft erbringen, werden hier durch das Versorgungsprinzip abgesichert. Das können konkret zum Beispiel Veteranen sein, das heißt Menschen, die aus einem Krieg wiederkommen und da eine Verletzung davontragen, sodass sie arbeitsunfähig werden. Die werden vom Staat natürlich aufgefangen und man versucht da diesen sozusagen den Schadensersatz über jahrelange Arbeit hinweg auszuzahlen. Das ist also das dritte Prinzip des Versorgungsprinzips. Entschuldigt bitte den kleinen Rechtschreibfehler, den wir da eingebaut haben. Ich hoffe, jeder weiß, dass es Absicherung heißen soll und nicht Abscherung. Und damit soll es gewesen. Und damit geht es auch direkt los mit der Verfassung, die sich natürlich rund um den Sozialstaat richtet. Das heißt, wir wollen heute konkret drei Gesetze analysieren, die festlegen, dass Deutschland ein Sozialstaat ist, beziehungsweise den Sozialstaat sogar ein bisschen ausdefinieren. Dieser Sozialstaat wird natürlich darüber hinaus durch die verschiedenen Prinzipien der sozialen Sicherung ausdefiniert. Das könnt ihr aber allerdings in einem anderen Video nachgucken. Jetzt soll es um die Verfassung bzw. die rechtlichen Grundlagen gehen. Und der erste Artikel, den unser Grundgesetz bereithält, heißt ja wörtlich, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dementsprechend wird die Würde des Menschen als höchstes Gut gesehen. Und das ist auch eines der wichtigsten Grundschemata, die wir dann letztendlich für die Verfassung des Sozialstaats ableiten können. Denn hier definiert sich bereits, dass der Mensch, egal welcher Herkunft, egal welcher Ethnizität, egal wie alt, egal wie krank, egal wie gesund, soll eben gewürdigt werden und diese Würde soll auch unantastbar bleiben. Dementsprechend geht es hier wirklich darum, dass in Artikel 1 abgesichert wird, dass jeder Mensch gleichberechtigt ist und dass jeder gleich behandelt wird. Und das wird dann nochmal konkret ausdefiniert oder der Sozialstaat wird nochmal konkret ausdefiniert in Artikel 20 und da steht dann, dass Deutschland ein sozialer Staat ist. Das heißt, dass er sich an alle an alle Bürger natürlich richtet und dementsprechend auch diese versorgen soll. Das ist sozusagen der Sinn der Sozialstaatsklausel, die aber keine konkrete Ausdefinierung vornimmt. Das heißt, durch diese Verfassung, die hier vorgenommen wird, ist noch keine konkrete Definition des Sozialstaats vorhanden, sondern nur vorhanden, dass Deutschland ein Sozialstaat ist. Und zuletzt geht es um die Ewigkeitsklausel. In dieser Ewigkeitsklausel wird festgelegt, dass in Artikel 79 alle Gesetze, die vorher kamen, beziehungsweise alle Gesetze in dem Grundgesetz unabänderlich sind, beziehungsweise bestimmte Gesetze nur durch einen sehr langwierigen Prozess abänderbar sind. Dementsprechend hat man hier sozusagen die Ewigkeitsklausel, dass alles ewig bestehen soll und dass Deutschland sozusagen ewig ein Sozialstaat bleiben soll. Und damit geht es jetzt direkt auch um die Definition der sozialen Ungleichheit. Das heißt, wir versuchen euch jetzt einmal eine grobe Definition davon zu geben, was man unter der sozialen Ungleichheit versteht. Und ganz klar, das ist eben eine dauerhafte Ungleichverteilung. Was heißt das konkret? Das heißt, ein Gut, was eben bekannt ist, beziehungsweise was man in der Gesellschaft vorfindet, relativ häufig vorfindet, das wird dauerhaft ungleich verteilt. Diese Ungleichverteilung führt dann natürlich zu regionalen und sozialen Unterschieden. Das heißt, bestimmte soziale Schichten haben dieses Gut verfügbar, andere haben es eben nicht verfügbar. Und das sind meistens auch Güter, die eine Zielvorstellung eines guten Lebens ermöglichen. Das heißt, insbesondere wenn man das in der Welt sich jetzt anguckt, dann ist überall meistens Geld eines dieser Güter, die eine Zielvorstellung eines guten Lebens ermöglichen, da diese
Güter, wie zum Beispiel Geld, natürlich dauerhaft einen guten Lebensstandard ermöglichen. Es können aber auch ganz andere Güter sein, die zum Beispiel in der Geschichte relevant waren. Das heißt, Gold zum Beispiel ist ein Gut, was in der Geschichte immer als relativ wohlhabend, sichernd galt. Das heißt, hier waren die Zielvorstellungen eines guten Lebensstehens immer ermöglicht, weil eben diese Güter des Goldes sozusagen die optimalen Zielvorstellungen eines guten Lebens ermöglichen konnten. Eine Ungleichverteilung besteht dann, wenn man eine Ungleichverteilung dauerhaft aufgrund einer gesellschaftlichen Beziehung stattfinden lässt. Das heißt, diese Ungleichverteilung wird besonders dadurch hervorgerufen, dass aufgrund eines sozialen Beziehungsgefüges innerhalb einer Gesellschaft, das heißt, weil sich bestimmte Menschen kennen, die einer sozialen Geschichte angehören, werden bestimmte Güter dauerhaft ungleich verteilt. Und das führt dann eben zu dieser sozialen Ungleichheit. Das heißt, dass man innerhalb von sozialen Gruppen unterschiedlichen Zugang zu diesen Gütern hat, die eine Zielvorstellung eines guten Lebens ermöglichen. Wichtig ist hier nochmal der Begriff dauerhaft. Das heißt, nur weil etwas temporär so ist, das heißt innerhalb von wenigen Tagen bzw. wenigen Monaten, spricht man nicht direkt von einer sozialen Ungleichheit, sondern diese soziale Ungleichheit wird erst dann hervorgerufen, wenn man diesen Zustand über eine längere Zeit konstant hervorruft. Das heißt, wenn dieser Zustand über eine längere Zeit konstant besteht.